Und damit herzlich willkommen, Eulenfreunde, zu einer weiteren Runde Lego Harry Potter. Ist es eigentlich keiner drin? Egal. Okay, hier, hallo, einmal A drücken. Müssen wir überhaupt hier hin? Ich dachte, wir hätten jetzt Professor Quirrell gesehen und jetzt müssen wir auch hier hoch. Ich weiß nicht, ob das... Ah doch, müssen wir sogar. Müssen wir sogar. Wir gehen sogar mit ihm. Cool. Oh. Okay, schleichen wir uns dran vorbei. Oh. Expulso! Hahaha! Tschüss! Ja, hat wohl super, super geklappt worden. Wieso hat die Trompete hier im Spiel eigentlich nicht gekostet, weil die nicht verzaubert war, ne? Achso, er muss die essen. Okay. Ah, guck mal, er zieht sich zurück. Das ging ja fix. Okay, und jetzt machen wir da... Oh, lol. Hä, als ob hier so ein Spalt ist. Hallo, den gab es damals aber nicht hier. Hier, Lego-Entwickler. Ist ja hier alles weg wieder. So, hier, eine schöne Harfe. Oh, er schläft wieder. Ach, guck mal, so brav. So brav. Ich fand Fluffy echt süß, als er dann wieder geschlafen hat. Vorher hätte ich dann vielleicht auch Angst gehabt um mein Leben. Aber so, guck mal. Ah, ah, haha, habe ich auch bekommen. Und tschüss. Oh, jetzt sind wir hier. Okay, Hermine, deine Arbeit ist getan. Achso, ist gekommen. Deine Zeit ist gekommen. Ah. Oh Gott, wie ging der Spruch nochmal? Es tötet vor Wonne, es leuchtet wie Sonne? Weiß nicht, irgendwie so. Ich glaube nicht, ne? So war es, glaube ich, nicht ganz. Doch, weg mit dir. Nee, ich will Hermine schieren. Denn die... Ich kann den besten Lumos-Zauber von euch, ihr kleinen Kinder. So, hier bitte du auch. Und hier. Ach, geht's hier hinten weiter? Oh. Ach man, ich wollte die Kiste doch noch öffnen. Hallo. Kacke, ey. Ach man, das ist doch jetzt wieder blöd gelaufen, Leute. Blöd gelaufen. Oder komme ich da nochmal hoch? Nee, ne? Nee. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ja, also. Hier, weg mit dir, Teufelsschlinge. Oh, wir sind schon hier. Okay. Jetzt müssen wir schon den Schlüssel fangen. Da oben, da. Also, Hermine, ich glaube, du machst das nicht. Aber bevor wir das machen, gucken wir erstmal, was wir hier machen können, ne? Lumas brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Hahaha. Soll ich dir helfen? Nee, ne? Nee. Okay, ich guck mal, was ich hier noch so machen kann. Tatsächlich nicht so viel. So. Dann, Harry. Ich würde sagen, dann. Oh, nee, nicht Ron. Deine Zeit ist gekommen, Schatz. Oh. Jetzt aber. So. Okay, okay. Ist da eigentlich sowas? Warte, ich muss mal eben hier Lumos noch ausrüsten. Und dann so machen. Und dann... Besen. Ah, geht gar nicht. Geht gar nicht. Lol. Ich dachte, das geht. Weil da sind schließlich Tentakel, weißt du? Oder ich muss das von hier aus machen. Kann das sein? Oh, nee. Nee, darf ich nicht von da aus machen. Okay, komm zurück, Besen. Wenn ich mit dir da falsch, weiß ich nicht. Du hängst also da lieber ab, oder wie?
Okay. Ich passe da nicht so durch. Ich weiß auch nicht, ja? Ah doch, ich muss den doch treffen. Ich muss den nur treffen. So. Oh, das ging irgendwie zu leicht. Das tut mir jetzt aber leid, aber das ging irgendwie doch viel zu leicht. So, da oben geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich probiere es da gleich nochmal. So, nach unten bitte, danke. Hier haben wir auch noch was. Hier haben wir auch noch was. Und ich würde gerne mal eben hier warten. Oh, nee, nee, zu weit. Nee, ich will da nicht runter. So. Akku geht. Geht sogar. So. Ah, da war ein Schüler drin. Haha. Sehr schön. Sehr schön. Hermine, ich nehme dich, weil du cool bist. Bitteschön. Dein Moment. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Könnte man sich hier nicht irgendwie reinsetzen? Oder geht das nicht mehr? Oder muss das echt One machen? Oh. Achso, vielleicht müssen wir den hier anstupsen. Nee. Ich meine, wir mussten uns hier mal reinsetzen. Was haben wir da? Hier haben wir ein Pferdchen. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht es. So, und dann auch das Türmchen. Ich finde Zaubererschacht ist echt cool eigentlich. Ja, okay. Die machen irgendwie gar nichts. Ah, da ist irgendwas umgekippt. Aber ich kann keine schwarze Magie. Und hier komme ich irgendwie nicht rein. Oder muss da One rein? Nee, es geht nicht, Leute. Also ich bin mir sicher, dass ich jetzt in den Turm rein muss. Aber vielleicht doch nicht. Bin gerade ein bisschen überfordert. Vielleicht muss ich in das andere Pferd. Nee. Hallo? Ja, wieso bin ich jetzt hier so überfordert? Harry, musst du vielleicht irgendwo rein? Nein. Musst du nicht? Hier? Auch nicht? Hä? Achso, och, ich musste ihn anstoßen. Wow. Wow. Mann, 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 Mann. Er läuft einfach weg. So, jetzt kann ich hier rein. So. Und jetzt? Haben wir verloren, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Also fast. Hey. Okay. Dann. Wen jetzt? Achso, ich kann den wieder reparieren. Das ist aber fies. Das ist aber echt fies. Ach, der Kopf fehlt. Da ist der Kopf, ne? So, hier, bitteschön. Ist auch ein Kopf. So, dann mach mal hier deine Arbeit. Peng. Super. Batsch. Ach, der König ist dann auch tot, oder was? Haha. Hä? Oh, ich geb auf. Kommt, Leute. Oh. Oh, One, ey. Ja, tschüss, One. Tschüss, Ronald Weasley. Oh, der Spiegel. Was macht der hier? Hä? In meiner Hosentasche? Oh, ich hab einen Stein. Okay. Komm her, Lord Voldemort. Ich habe keine Angst vor dir.
Oh, die Sternis, die hole ich mir. Die Sternis. Oh. Da hätte ich aufpassen müssen. Hui. Oh, warte, ich habe gar nicht den Zauber hier. So, jetzt. Den Zauber ausgerüstet. Oh nein, ich habe. Achso, man macht mit L. Ach, ich muss ihn dann angreifen. Oh. Habe ich nicht gescheckt, Leute. Habe ich nicht gescheckt. Muss ihn, glaube ich, da mit der Hand berühren. So, jetzt ist er hier. Quatsch, Quatsch, Quatschi. So, jetzt können wir da schnell rüber. Und dann müssen wir ihn berühren. So, super. Hihihihi. Ich meine, das wird nicht schwieriger, darüber zu kommen, aber ist in Ordnung. Ja, ja, aua, aua, hast mich getroffen. Ich habe meinen Zauberstab schon wieder weggesteckt. So. Und, ah. Oh ne, ich wollte erst die Dinger da hinten holen. Mann, muss ich jetzt machen. So, oh Gott. Okay. Dass Harry Potter nie einen Oscar für Musik bekommen hat, ja? Das verstehe ich immer noch nicht. Das verstehe ich nicht. Für Soundtrack, ey. Was ist da nur falsch gelaufen? So. Ja, ich hole mir mal eben das. Und dann das hier. Ah, was, mein Arm? Mein anderer Arm. Mein Kopf. Stimmt, Harry hat im ersten Teil mit 12 Jahren schon jemanden getötet. Und zwar Professor Quirrell. Oh. Oh, ob das Harry auch so gesehen hat, das weiß ich nicht. Aber wir haben das Level abgeschlossen, Leute. Das 91%, okay. Haben fast alles. Ah, das muss ich mir nicht ansehen. Schüler in Gefahr, yeah! Und goldene Steine. Geschichte fortsetzen. Jetzt kommt nämlich noch der Abspann von Jahr 1. Harry, geht's dir gut? Ah, zum Glück. Ach, nee, der saß woanders. Oh, das war der Falsche. Ah, Harry. Da bist du ja. Guck mal, ich habe den Stein der Weisen. Oh, ich nehme den lieber. So, danke, danke, Harry. Du hast die Schule beschützt. So, ich lasse dich mal mit deinem Freund alleine. Oh, guck mal, ich habe hier richtig leckeres Zeug für euch. Lecker, lecker. Schön. Das war Jahr 1. Dann würde ich sagen, morgen kommt dann Jahr 2. Ich freue mich auf jeden Fall. Heute Abend schaue ich auch mit Freunden, fange ich unseren Harry Potter Marathon an. Heißt jeden Tag ein Film. Immer um 18 Uhr. Denn ich wollte um 20.15 Uhr immer fertig sein mit dem Film. Für irgendwelche TV-Formate, die ich cool finde. Und ja, Leute, das war's dann mit dem ersten Jahrgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein.